Hallo! Ja, ich bin hier in eine wunderschöne Bucht gelaufen. Zeig's euch mal. Umdrehen. So. Hier ist niemand, außer meine Lady und mein Rucksack. Mega schön. So. Hallo, hi, hi, hallo Miribeth. Ja, bald kriegen wir ja auch so wunderbare Videos von dir. Heute ist es ein bisschen bedeckt, aber trotzdem wunderschön. Heute Nacht hat es geregnet. Ja, was bedeutet das, die Frau zu sein, die alles hat? Was bedeutet das? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, richtige Gedanken? Wer bist du, wenn du alles hast? Weil alles ist möglich. Alles ist möglich, wenn du dir alles erlaubst. Wer darf ich sein? Wie darf ich leben? Ist das mein normales Leben oder habe ich das nur im Urlaub? Ich entscheide. Moin, moin, Maria, hallo. Schön seid ihr alle da mit mir in dieser einsamen Bucht. Mit mir und der Seja. Es ist ein wirklich cooler Tag. Heute Nacht hat es ein bisschen geregnet. Und jetzt ist es nicht zu heiß, zum ein bisschen rumzulaufen. Und ich dachte, ich mache hier ein Video. Denn ja, hier am Strand, in meinem Camper, in der Nacht, kommen mir immer so Klarheiten. Und gestern war ich auch noch, ihr kennt ihn zum Teil, mit dem Ralf Abendessen. Und da habe ich auch wieder gesehen, dass es so viele Menschen sind auf dem Weg und versuchen aus den Lehren für sich und für ihr Leben Rückschlüsse zu ziehen. Und sind so gefangen in all diesen Vorgaben, all diesen Bedingungen, die erfüllt werden müssen, bis man die Lehre erfüllt hat, bis man, also die Lehre mit H, bis man tatsächlich gut genug auch da ist, um endlich in diese Freiheit zu kommen, in die emotionale Freiheit, in die Freiheit, die man sich erlauben kann. Und da gibt es so viele Bedingungen immer noch dran gesetzt. Und auch der Ralf, der ist nach Amerika gereist und so weiter und so fort. Und dann hat er eben erzählt, dass dieser Lehrer, bei dem er da war, auch gesagt hat, man müsste die Gefühle durchfühlen und dann quasi runterfallen bis in eine Leere, in ein leeres Gefühl. Und wenn man das nicht schafft, dann ist man halt noch nicht angekommen. Das wäre der Weg zur Erleuchtung, das wäre der Weg, den der Mensch zu gehen hat. Und das sind alles so Sachen, die kennen wir, glaube ich, alle. Da sind wir alle drauf eingesprungen mal und haben es probiert und sind halt letztendlich immer wieder beim gleichen Ergebnis rausgekommen. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ich mache nicht mal das gut genug. Ich mache nicht mal meine spirituelle Praxis gut genug. Ich fühle nicht mal meine Gefühle gut genug durch. Ich komme nicht mal in diese Leere. Und das war bei mir auch so. Bei verschiedenen Geschichten. Ich habe ja schon alles möglich gemacht. Von Engelausbildung über Ho'oponopono mit Mabel Katz. Und überall ging es darum, ein Prinzip, eine Praxis zu befolgen. Und ich war immer schon diejenige, die gesagt hat, ich will aber wissen, warum. Ich will aber wissen, um was es geht. Ich will aber wissen, wo mich diese Praxis hinführen soll, warum ich das tun soll. Und ich war dann immer auf der Suche, wie ganz, ganz viele von meinen Mentorinnen, von meinen Klientinnen, um das Ganze zu verstehen, um das Große und Ganze zu verstehen. Nicht einfach, um was zu tun, damit ich es tue, sondern einfach, wenn mein Verstand
wenn mein Verstand nicht mitkommt, wenn mein Verstand das Große und Ganze nicht versteht, wird er mich immer wieder boykottieren, wird er mich immer wieder von irgendeiner Praxis abhalten, wird er immer wieder sagen, du bist nicht gut genug, du machst es nicht gut genug, du machst es nicht oft genug, du machst es nicht tief genug, du machst es nicht lang genug, du machst es nicht ehrlich genug, immer so wird mir mein Verstand immer wieder sagen, dass ich irgendetwas falsch mache. Und genau darum geht's. Zu erkennen, dass bedingungslos an dir und an dem, was du tust, per se alles richtig ist. Und warum? Weil du so geboren bist als göttliches, perfektes Wesen. Und weil wir in einem unendlichen Universum leben, ohne Ende. Also gibt es unendlich viel Richtiges. Und wenn es unendlich viel Richtiges gibt, dann bin ich hier, um zu erkennen, dass ich richtig bin, dass mein Leben richtig ist, dass meine Entscheidungen richtig sind und dass mein Wollen richtig ist. Und diese ganzen Ausreden, die mir sagen, ja, du musst nichts mehr wollen, dann bist du angekommen. Nimm mich aus meinem Schöpfermodus raus. Befriedigt mich aus dem Grund nicht, weil ich hier bin, zu erschaffen. Und nicht hier bin, um meine Schöpferkraft auf Null zu stellen. Ich bin hier, um meine Bedingungen auf Null zu stellen. Das soll ich auf Null stellen. All das, was mich abhält, all das, was mir nicht erlaubt, das zu tun, das zu machen, das zu leben. Bedingungslos, einfach nur, weil ich Lust drauf habe. Einfach nur, weil es schön ist. Einfach nur, weil ich es genieße. Einfach nur, weil ich jetzt hier bin und weil es einfach hier warm ist, weil es schön ist, weil ich es genieße und weil ich das einfach entscheiden kann. Und so geht es für jeden. Es ist niemand hier, der Dinge so tun muss, wie man ihm sagt, dass sie getan werden muss. Und es wird je länger, je mehr, wird es einfach so klar, dass wir alles frei entscheiden können und dass es für alle ganz viele Möglichkeiten gibt, es zu erledigen. Und auch wenn du schulpflichtige Kinder hast im System, es gibt so viel mehr Möglichkeiten, als du dir erlaubst, weil du Geld immer noch als Beschränkung ansiehst. Siehst du die Möglichkeiten nicht, weil Geld deinen Horizont beschränkt, weil Geld deine Möglichkeiten beschränkt. Aber wer wärst du, was würdest du tun, wenn es eben nicht so wäre? Wenn Geld gar nicht die Beschränkung wäre, weil wir in einem unbeschränkten Universum leben, wenn all diese Beschränkungen einfach von uns gelöst und aufgelöst werden können, wie wäre das dann? Wie würdest du dann leben? Was würdest du dann machen? Wer würdest du dann sein wollen? Es gibt so viele Fragen, die man sich beantworten sollte, damit man rausfindet, wer du bist als Schöpfer, wer du bist hier auf dieser Erde als Schöpfer. Und da geht es nicht darum, um geerdet zu sein und auch wieder spirituelle Erdung zu finden. Für mich heißt, geerdet sein heißt, hier auf diesem Boden, dem materiellen Boden, aus der nicht-physischen, non-physikalischen, nicht-formvollen Welt, aus meiner Vorstellungswelt also, die Dinge zu erschaffen und zu erschöpfen, dass sie hier in der physikalischen Formwelt auftreten, da sind, diese Welt bereichern. Das heißt für mich geerdet sein. In meinem Spirit hier auf Erden meine Schöpferaufgabe zu erledigen. Und wenn ich das tue, dann bin ich absolut zufrieden. Und ich glaube nicht, dass wir hier sind, um diese Lehre als Endziel anzuerkennen, sondern es ist eine Brücke, um aus dem Außen rauszukommen, ins Innen hereinzugehen und aus der Lehre zu erkennen, dass in der Lehre die Fülle ist. Und dann zu sehen, dass ich aus dieser Fülle alles nehmen kann und alles erschaffen kann. Und weil ich das kann halt. Und da geht es drum, das ist die einzige Praxis für mich.
das zu üben und zu sagen, wer bin ich denn hier? Was erschaffe ich denn hier? Worauf habe ich denn gerade Lust? Was möchte denn mein Spirit hier in Form bringen? Wie viel Schönheit kann ich hier noch beisteuern? Wie viel Freude, wie viel Leichtigkeit, wie viel Erfülltsein kann ich hier noch erschaffen, in die Form bringen, in meiner Form, in meiner körperlichen Form, hier auf Erden, durch die Gegend tragen und verteilen? Ich finde, das ist doch interessant. Und da geht es nicht darum, ob das ein Ferrari ist oder ein altes, klappriges Hollandrad. Es ist alles schön. Es ist alles schön und es kann mir alles Freude machen und ich darf mir erlauben, alles freudig zu betrachten. Ich habe Deutungshoheit, gell Maria? Deutungshoheit, das ist das, was ich habe, das, was ich bin per se. Ich deute und durch meine Deutung erschaffe ich. Und hier geht es wirklich darum zu lernen, eben nicht als dieses spirituelle, abgefahrene Wesen hier rumzuommen, sondern hier geerdet zu sein, hier da zu sein, hier der Beitrag zu sein, hier die Schöpfung zu sein. Ich bin die Schöpfung in meinem Reich. Du bist die Schöpfung in deinem Reich. Aber du musst nach keinen Regeln schöpfen, sondern du schöpfst aus dem Vollen. Wie sieht dein Königreich aus, wenn du aus dem Vollen schöpfst? Wie sieht es aus? Wie lebst du? Wie gehst du mit den Menschen um? Welche Beziehungen hast du? Was erschaffst du? Ganz bewusst. Darum müssen wir Sorgen uns machen. Nicht mal Sorgen, Blödsinn. Sorgen müssen wir uns überhaupt nicht machen. Darum müssen wir uns kümmern. Darum müssen wir Entscheidungen treffen. Entscheidungen in diese Richtung müssen wir treffen. Und dann sind wir komplett im Vertrauen und dann wissen wir, dass die Dinge sich ergeben. Aber die Intention, die muss von mir gesetzt werden. Diese klare Intention, wie will ich leben, wer will ich sein, wer sind die anderen für mich, wie sind meine Beziehungen, wie ist mein Lifestyle. Aber aus meiner Intention heraus, nicht daraus, was ich für möglich halte in meinem Verstand, sondern mein Lifestyle wird von mir gewählt, von null. Da gibt es keine Voraussetzung. Ich muss nichts erfüllen, ich muss nur wählen, wie ich es haben will. Und so ist es für jeden. Und deswegen ist auch diese Frau, die alles hat, dieses Programm, genau da bringt es einen hin und nicht in irgendeine Praxis, sondern es bringt dich mitten ins Leben. Mitten ins Leben, wo du mitten im Leben deine Wunder kreierst, deine Träume kreierst, deine Wünsche kreierst, deine Wunschbeziehung kreierst. Dein Wunsch-Lifestyle kreierst, mitten im Leben, ohne nebenher irgendwas anderes zu machen, als mitten im Leben zu sein. Wenn du Yoga machen willst, machst du Yoga. Wenn du meditieren willst, meditierst du. Wenn du malen willst, malst du. Was auch immer du machen willst, wenn du dein Business weiterbringst, dann bringst du dein Business weiter. Das ist alles gut. Es ist alles deine Schöpfung, aber du musst wissen, dass es deine freie Entscheidung ist und dass du eben nichts mehr tun oder machen musst ohne Freude. Du darfst die Dinge aus der Freude heraus tun und du musst dich einfach in dieses freudige Leben bringen. Und dann sind diese Pflichten fürs System, die stören dich gar nicht mehr. Das ist wie so eine, ja, es gibt Fliegen, es gibt heißen Sand, es gibt zu viel Sonne, all diese Dinge. Macht ja nichts. Ja, das ist mein Video für heute mit Meeresrauschen aus dieser Bucht. Und das kann jeder haben, das kann jeder machen, das kann sich jeder einrichten. Ich dachte das früher auch nicht, dass das jeder kann. Ich dachte auch immer und habe gedacht, wow, wie machen das? Und der einzige Unterschied zwischen mir jetzt und zwischen den Leuten, die ich früher gesehen habe, die so gelebt haben, einfach in dem, dass sie das getan haben, was sie erfreut, ist, ich habe es jetzt getan. Das ist der einzige Unterschied. Damals habe ich gedacht, ich kann es nicht tun, ich kann es nicht machen, ich kann es nicht leben, weil. Und jetzt habe ich einfach alles weggeräumt und aufgeputzt und mir klar gemacht, wer ich bin und dass ich der Schöpfer bin und dass ich der Schöpfer eben auch hier sein kann, an diesem wunderbaren Strand.
und dass ich gleichzeitig für meinen Sohn ein wunderbares Leben erschaffe, dass ich meine Beziehungen, ohne dass ich mit Menschen in Kontakt bin, mit diesen Menschen, die ich kenne, erschaffe ich die Beziehungen neu, während ich hier auf diesem Stein in dieser Bucht sitze. So geht Schöpfung. Da musst du nirgends sein, da musst du mit keinem sprechen, sondern es ist alles ein Inside-Job. Und wenn aber diese Außenwelt dich so sehr ablenkt, weil du glaubst, es ist wichtig, diese Dinge alle so zu tun und deine ganze Zeit im Außen irgendwas zu erreichen, zu versuchen, dann hast du keine Zeit mehr für deine eigentliche Aufgabe, und zwar zu erschaffen. Und zuerst musst du dir halt klar werden, was du dir gerne erschaffen möchtest. Und nicht mit irgendeiner Bedingung, um glücklich zu sein, reich zu sein, sondern einfach bedingungslos zu sagen, diese Erfahrung wäre doch mal nett. Das würde mir gefallen. Dieser Lifestyle gefällt mir, das möchte ich mal erfahren. Vielleicht möchte ich es einmal erfahren, vielleicht möchte ich es immer für immer erfahren und das zu meinem Lifestyle machen. Vielleicht möchte ich das zu meinem vorübergehenden Lifestyle machen. Das darf ich alles entscheiden und alles ist gut und alles ist richtig. Und das muss dein Verstand lernen. Dein Verstand muss dir das erlauben und dazu muss er wissen, wer du wirklich bist. Dazu muss er wissen, wie das Leben funktioniert. Dazu muss dein Verstand wissen, wie Schöpfung funktioniert. Und dazu muss er mit dir hundertprozentig einer Meinung sein, sonst boykottiert er dich. Du musst ihm die richtigen Argumente geben, du musst ihm die Klarheit und die Wahrheit geben, dass er, da war ich ja auf dem Holzweg, sagt dein Verstand. Und von da an hat er eine neue Wahrheit und eine neue Klarheit und führt dich. Aber du musst ihn dazu bringen, dass er dich eben in die Richtung und auf die Art und Weise führt, wie du es möchtest. Und nicht, wie du bis jetzt hin glaubtest, dass es zu machen ist. Wie du bis anhin unterrichtet worden bist, erzogen worden bist, gelehrt worden bist, dass die Dinge so zu machen sind, vor allem so zu machen. Und da, die Wahrheit ist halt eine andere. Und diese Wahrheit zu lernen, dazu kommst du in die Frau, die alles hat. Dazu wirst du begleitet von deiner Mentorin, weil es ist eine Arbeit, die dein Verstand erstmal ablehnt, weil er Angst kriegt, weil er meint, er müsste kämpfen oder flüchten, Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem, was bis jetzt noch nicht so im Leben war. Über all diese Ängste kannst du ganz leicht gehen, wenn du erkennst, wie das Leben wirklich funktioniert. Dann kannst du diese Ängste locker liegen lassen, weil du weißt, wo dein wahrer Schutz ist und weil du weißt, wo deine wahre Sicherheit ist und dass die eben in deinem Kopf, in deinen Gedanken, in deiner Vorstellung, in deiner wahren Vorstellung über dich und über das Leben, dass da diese komplette Sicherheit ist. Und dann hast du auch keine Angst mehr. Und wenn sie kommt, weißt du, wie du sie zu handeln hast. Wenn diese Angst kommt, dann kannst du dich hinsetzen und kannst sagen, hey, Moment mal, wie war das? Und du hast die richtigen Argumente, du redest mit dir auf die richtige Art und Weise. Du weißt, wie du mit dir umgehen musst, damit du wieder in deinen Schöpfermodus, in deinen Wahrheitsmodus, in deinen göttlichen Modus kommst. Und das ist eigentlich viel, viel einfacher, als wir alle denken. Wenn wir einfach endlich mal diese Bedingungslosigkeit leben, und zwar bedingungslose Liebe, das in allen Lehren heißt, lebe bedingungslose Liebe und du denkst, du musst jede Scheiße lieben. Aber so ist es halt nicht gemeint, sondern es ist so gemeint, dass du an nichts eine Bedingung setzt. Du brauchst kein Umzu mehr. Du sagst einfach, ich will, ich entscheide, so ist es. Amen, Punkt, Ende, aus. Das ist bedingungslos. Und dann kannst du bedingungslos lieben, weil du kannst alles lieben, weil ja alles gut ist. Ganz anders gedacht, ganz anders. Das muss anders gepolt sein. Aber du musst erstmal wissen, wie. Und das sagen wir dir. Und alle, die es verstanden haben, die es aufgenommen haben, die verändert sich das Leben. Switch, switch, switch. Alles wird anders, alles wird größer, alles wird leichter, alles wird weiter. Alles wird neu. Ja.
Ich bin einfach so begeistert und ich denke, ich mache im nächsten Video, erzähle ich mal noch mehr von Frauen, die alles haben in unserem Mastermind, wie sich so vieles einfach so schnell verändert. Und verändert, es wird dann geschöpft und geschaffen. Die richtige Veränderung findet genau dann statt, wenn du es sagst, wenn du es aussprichst, wenn du es teilst. Dann weißt du, du hast es gesagt. Ich habe es gesagt und so ist es. Ich habe es gesagt und deswegen ist es so. Und vielfach denken wir in unserem Kopf und dann revidieren wir wieder und sagen, nee, kann ja doch nicht sein und so weiter und so fort. Wir brauchen einen Prozess, wo wir diese Schöpfung ins Außen tragen. Und dazu ist eben dieses Mastermind da, dass du deine Schöpfung nagelst, dass du sie teilst, dass du sagst, so ist es und so will ich das haben. Und dann ist es erschaffen. So, ihr Lieben. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich teile das jetzt noch auf YouTube übrigens und mache noch viel mehr Videos, also wenn du neu bist. Mein Name ist Patricia Dender und ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass alles möglich ist und dass alles von dir erschaffen wird und dass du der göttliche Schöpfer der Fülle bist. Okay, tschüss, tschüss.